Yo Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde gerne mit Eden nochmal spielen. Wir haben so ein Eden-Token nämlich wieder freigespielt und ich blick das noch nicht so ganz, wie das jetzt mit dem abläuft. Ist das alles zu... Ach, der startet mit zufälligem Shit auch noch aus. Ah. Welches Item ist das nochmal? Das ist, glaube ich, dieses Teil, was man werfen kann, ne? Oh, guck mal, und unsere Schüsse... Wir haben schon Tinkrit oder wie das Ding heißt. Naja, gut. Okay, dann lasst uns schauen. Hier ist so ein Raum. Ey, hier gibt's ja nur Shit. Ja, ich sag ja, hier gibt's nur Shit. Und was für einen Raum bekommen wir? Den Scheiße-Raum. Das trifft sich doch mal wieder hervorragend, ja. Scheiße und Scheiße gesellt sich halt gern, ne? Na komm, du kleiner Kackerhaufen, du, hm? Willst du sterben? Okay. So, einer müsste hier irgendwo noch rumkräuchen. Ah, da ist er doch. Und wir haben hier noch einen Scheißhaufen mit einer Fliege dran. Das sind mir die Liebsten. So, aber holen wir uns erstmal unser Item ab, würde ich sagen. Oh, Heart. Was macht das denn nochmal? Keine Lebensenergie, oder? Doch, HP ab, okay. Wow, HP doppelt ab sogar. Wow, das Fett hat uns richtig dick gemacht. Aber dafür auch zwei Lebenspunkte rauf, anstatt nur einem. Das, ja, das gönne ich mir gern. Ein goldener Kackerhaufen in der Mitte. Da können wir nicht rankommen, Leute. Das ist echt mies. Obwohl mit unserem Item viel... Ah, doch, warte mal. Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe den... Ah, vielleicht habe ich Glück. Ah, ein bisschen was backt sich raus. Ein, zwei Coins. Drei Coins haben wir einsammeln können. Schwein gehabt. Oh, ich bin aber verdammt langsam jetzt, ne? Weil ich bin halt jetzt, ja, ich bin halt einfach ein Fetti-Fetti-Fett-Fett. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Aber hier, die Dinger sind noch dicker als ich. Hat er einen fahren lassen, ey. Immerhin kam da kein Land mit. Nicht so wie bei dem anderen Gegner einmal. So, wir haben Schlüssel bekommen. Und können eigentlich direkt zu Monstro gehen, okay. Und hier, Monstro, friss das. Schön Schaden hat das Ding angerichtet. Oh, da kommt er hinter uns runter. Also eigentlich ein sehr schönes Item am Anfang direkt bekommen. Könnte man also zum Beispiel einen schönen Deal mit dem Teufel eingehen? Oh Mann, die Batterie wäre mega nice, wenn wir die Batterie hätten. Da würden nämlich die Items, also sprich unser Wurf da oben, würde sich dann automatisch rechargen, langsam aber sicher. So, er macht einen dicken Sprung. Hilft ihm aber auch nicht. Du zögerst deinen Tod nur hinaus, Monstro. So, sehr schön. Der dürfte jetzt Geschichte sein. Oh, ein Seelenherz auch noch gedroppt. Und Milch. Leute, was geht mit unserer Lebensenergie? Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Wir haben hier gerade die erste Ebene fertig. Und nach der ersten Ebene, meine lieben Leute, haben wir... Sage und schreibe 7 Herzcontainer. 7! Und mit Maggie hatten wir vorhin gerade mal 2 oder 3 am Ende, wie wir beim Herzen waren. Also, wir können ja auf jeden Fall ein paar Satan-Deals eingehen. Das ist auf jeden Fall gar kein Problem für uns. Lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Danke. Und hol uns natürlich direkt das nächste Item. Die Spritze, die macht uns auch noch schnell. Nee, ah, war Poison Touch. Okay, egal. Egal, Poison Touch geht auch. Kann man auch gebrauchen. Oh! Ist nur ein Arcade Room, da gehe ich nicht rein, habe eh kein Geld. Ja, also wenn man kein Geld hat, dann kann man sein Geld halt auch nicht verspielen in Vegas, ne? So, wir müssen hier irgendwie aufpassen. Die dreckigen roten Fliegen hier. So. Das hat den Raum aber noch nicht beendet. Das heißt, da oben müssen noch Gegner sein. Ja, da war die eine Fliege. Okay. Wir haben Schlüssel bekommen. Und setzen die Reise fort, würde ich sagen. Jo. Das läuft bei uns momentan. So, jetzt bekommen wir hier auch noch ein bisschen was gleich durch die Truhe. Eine freie Truhe ist auch immer schön. So. Oh, Ace of Spades. Ah, Luck on the Draw. Oder behalten wir den? Wup, 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 wup. Wo ist der Unterschied zwischen dem jetzt so? Ich würde den, glaube ich, behalten diesmal sogar, oder? Haben wir ein bisschen stärkere Schüsse, glaube ich. Kann man das irgendwo sehen?
1, 3, also überall 1, dort haben wir 3 und 2. Okay, wenn wir das nehmen. Ne, das bleibt sogar gleich. Es bleibt sogar gleich. Ja, komm, dann nehmen wir das so mit. Legen hier eine Bombe hin, damit wir noch mehr Soul Hearts bekommen. Oh, oder eine Truhe. Ja, warum nicht? Haben wir den Schlüssel sogar wieder zurückbekommen. Und, dann hau ich hier ab. Oh, gegen die Lust wieder mal. Ja, okay. Die werden wir schon besiegen, hoffe ich. Wird halt gern ohne Schaden durchkommen, weil wenn wir dieses Level auch nochmal ohne Schaden bestehen, dann können wir schon unser Dingens bekommen. Unser Samson. Den haben wir ja noch nicht, Leute. So, den haben wir besiegt. Eine Pille. Oh, are you a wizard? Shit. Are you a wizard? Ist nervig. Was ist... Na, shit. Ich dachte, wenn ich das einmal kurz einsammle, geht's vielleicht weg. Aber, denkste Püppchen. So geht das nicht so einfach, leider. Oh, 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 oh. Ja, den haben wir aber getroffen, ne? Ich weiß nicht genau, ob es nach Zeit geht oder nach was das geht. Weiß nicht, wie ich die treffen soll, so. Ah, mein normaler Schuss, danke. Danke, danke, danke. Da ist irgendjemand einfach mal explodiert. Frag mich nicht, warum. Wahrscheinlich einfach nur, weil er es kann. Und... ja, sehr schön. So, direkt eine Münze. Und wenn wir den jetzt ohne Schaden bestehen... Dingle. Oh nein, nicht Dingle. Shit, Dingle wird schwer, ohne Schaden zu bestehen. Denn... ah, voll daneben, like a noob. Denn Dingle hat halt den Charge. Und wenn er charged in einem Moment, wo ich nicht damit rechne, dann, ja, dann bekommt man halt mal schneller Lebensabzug, als man denkt. Und das geht garantiert als Schaden durch. Ich denke mal nicht, dass das jetzt als schadensfrei gilt, nur weil wir ein Seelenherz verloren haben. Schade eigentlich. Ich hätte uns Samson ja echt mal gegönnt. Ja, jetzt habe ich nochmal Schaden bekommen. Like a noob, ey. Ah, geh doch weg. So nah soll ich dann auch nicht an ihm stehen. Ja. Oh Mann, warum bewege ich mich denn in einer straighten Linie, wenn ich weiß, dass der sowas macht, ey. Das ist doch dämlich. So, und eigentlich, der Charge ist auch mega leicht auszuweichen. Eigentlich, man muss doch nur einmal kurz die Richtung ändern. Ja, also schon unnötig gewesen, da so viel Schaden zu kassieren. Aber ja, jetzt haben wir den Schaden nun mal schon genommen. Na komm, mach ihn kalt. Komm schon, den haben wir gleich. Ja, der holt nochmal jetzt... oh, ein bisschen Verstärkung. Haut mir doch nochmal einen Schaden rein. Das war's auf jeden Fall mit Samson. Aber wir haben Seelenherz bekommen und Juice. Macht das wieder? Ne, Damage und Range. Okay. Damage und Range. Ich hab noch den Schlüssel. Nö, hier ist nichts mehr, was wir brauchen. Es geht direkt weiter. Wir werden angekackt. Das ist nicht schön. Die Caves öffnen sich jetzt hier für uns. Oh, Knogger. Oh, ich hasse Knogger. Ich hasse Knogger. Also, meine Seelenherzen habe ich da schon wieder verspielt. Aber wir haben ja glücklicherweise noch mehr als genug Lebenspunkte. Haben ja schon so viel Futter gefunden. Wow. Danke fürs Geld. So viel Futter gefunden, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen. Sind aber halt auch entsprechend lahmarschig leider, weil wir halt so dick geworden sind. So, das gab nochmal einen Penny. Wir könnten uns also jetzt schon ein Item aus dem Shop leisten. Oh, was ist das da drüben? Oh, Two of Spades. Two of Spades macht Schlüssel oder Bomben? Ich bin mir nicht sicher. Was ist das da drüben? Warte mal, wir nutzen die Karte mal. Ah, Schlüssel, okay. Nein, nein. Ah, fuck. Ich wollte hier eine Bombe legen eigentlich. Jetzt muss ich noch eine Bombe legen. Serious? Okay, zwei Bomben verschwendet. Und wir bekommen dafür... das Kinderherz. Nee, danke. Toll. Bomben wasting. Egal. Wasting the bombs. Naja, man hat ja sonst keine weiteren Probleme. Wie ich da rausgekommen bin. Keine Ahnung, Leute. Guckt euch die Zeitlupe nochmal an, ey. Oh, Mann. So, jetzt brauche ich hier direkt meine nächste Bombe. Damit wir zur Truhe kommen können.
Oh, aber das Schöne ist, wir haben sogar noch ein Secret Room. Ah, der Joker. Der Joker. Oh nein, wir brauchen hier eine Bombe. Wir haben noch eine Bombe. Hä? Ich bin auch dämlich. Oh, Herzen über Herzen. Ja, wir gehen direkt zum Satan Room, oder? Oh, das nehmen wir mit. Evil up, all enemies will pay. Oh, und wir können auf jeden Fall schneller schießen und nehmen natürlich diese bösen Herzen hier mit. Geil. Also bisher vom Run her habe ich doch schon ganz schön viel Glück. Da kommen wir nicht hin, leider. Der geht auch nicht rein, schade. Und nein, nein, ey, immer dann, wenn ich nicht schieße gerade. Okay, jetzt haben wir einen aber. Und der nächste wird doch auch gleich down gehen, oder? Komm schon, yes, okay. So, was mit dir, mein Freund? Da ist er. Da ist er. Na komm. Da ist er und ja, sauber. Haben wir ihn besiegt, Leute. Werde hier nochmal die Flamme ausgeweint. Wäre schade, wenn ich da ein Evil Herz für verschwendet hätte. Aber haben wir ja gar nicht. Oh nein, nicht der. Das ist mein Hassgegner momentan irgendwie. Obwohl, ja, nee, nicht unbedingt. Irgendjemand war noch mein Hassgegner, aber ich habe schon wieder vergessen, wer. Ah, die dicken Fliegen. Könnte man immer taktisch gut einsetzen. Oh Mann. Sind halt nur schwer zu treffen. Man will ja auch nicht zu nah dran sein. Man will ja nicht den Schaden von den alten Dingern kriegen hier. So, ein Herz brauchen wir aber nicht. Wir könnten zum Gegner gehen. Aber auch das ist eigentlich nicht wichtig. Ich bin langsam. Das ist meine einzige Schwachstelle aktuell, dass wir ein bisschen langsam sind, finde ich. Ansonsten Lebensenergie passt. Schaden ist okay, klar. Den Schaden vom letzten Mal, den haben wir nicht. Aber der Schaden vom letzten Mal war auch echt heftig. Der war schon sehr böse, der Schaden, den wir da rausbekommen haben. Oh. Spucken die gar nicht? Ach, okay, die explodierten. Hm. So, immerhin nicht das Dingens für den verschwendet. Oh, eine Box. Da sind Spinnen dran. Ich hoffe, da kommen keine Spinnen raus. It's a box of spiders. Ah, doch, da kommt eine Spinne raus, aber die hilft mir. Ich glaube, ich nehme trotzdem das hier mit. Das macht halt immens Schaden, wenn es einschlägt. Und wir schauen mal hier im Item Room nach. Ah, wir hätten einen Charge ready. Und ich weiß nicht genau, was das hier jetzt ist, ehrlich gesagt. Pay to play. Hä? Weiß nicht, was das macht. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld. Ich spende mal hier auf 40 hoch. Vielleicht bekommen wir da wieder was. Ah, nein, es ist stuck. Ah, egal. 3 Dollar haben wir jetzt also noch über. Und wir müssen auch noch nach oben gehen, sehe ich gerade. Da sind auf jeden Fall auch noch Räume, wo wir noch nicht waren. Hier links nämlich. So. Oh, und den Duellraum können wir jetzt auch noch machen. Wir haben ja Full Health. Klar, wir haben jetzt nicht ganz Full Health, weil die eine Evil... Oh Gott, wenn ich jetzt die Evil hier verballert hätte, ne? Dann hätte ich mich wieder selber schlagen können für. So, wir können jetzt hier nämlich rein, weil ja unsere Lebensenergie sozusagen voll ist. Oh, okay. Es ist wieder ein Item, glaube ich, wa? Das wäre ärgerlich, wenn wir so viele Items finden. Nee. He accepts your offering. Ah, okay. Wir haben jetzt hier irgendwie scheinbar eine arme kleine Ziege geopfert. Naja, egal. Die hat es nicht anders gewollt, die Ziege. Selber schuld. Oh, eine dicke Fliege mit einem ekligen Schwabbeli-Schwabbelkörper. Die irgendwelche Scheiße nach mir spritzt. So, jetzt töten wir den. Da kommen wieder 2 rote. Und, na komm, du musst als nächstes dran glauben, mein lieber Freund. So, wow, 2 Schwabbeli-Schwabbels. Und werden sie... Wen werden sie jetzt spawnen? Ihn hier, okay. So, okay, alles klar. Na, einmal muss er noch hochgehen. So, dann haben wir ihn. Au, der hat gut was kassiert.
Na, Mist. Der letzte hat nicht gesessen, aber jetzt dürfte er down sein. Und wir bekommen nochmal einen Schlüssel. Haben wir also den Schlüssel wieder zurück, den wir in die Truhe investiert hatten. Und dann können wir so auf jeden Fall wieder weitergehen zu unserem lieben Endgegner. Dann wollen wir mal schauen, was uns dort erwartet. Welcher Gegner wird es sein, Leute? Die Wetten dürfen noch angenommen werden. Es ist mega fatty. Ich dachte, ich bin mega fatty. Das ist jetzt aber enttäuschend, dass ich nicht mega fatty bin. Der macht hier mir meinen Job streitig. Deswegen... Oh nein, der wird gleich kotzen wieder. Ah, ich kann gar nicht so viel kotzen, ey, wie ich kotzen möchte manchmal. Ja, ja, da saugt er wieder alles in sich auf und kotzt wieder eine Runde. Auch wenn seine Kotze irgendwie eher aussieht wie Kacke, muss ich sagen, von der Farbe her. Oh, das war böse, wie er mich da erwischt hat. Boah, der kommt ja echt mega schnell runter. Du hast fast gar keine Zeit zu reagieren. Wahrscheinlich, weil er halt so ein Diggi-Diggi-Diggi ist, ey. Da tut die Schwerkraft, was die Schwerkraft halt tun muss, ne? Ah, er wird gleich wieder kotzen. Alles klar, der Strahl kommt raus. Ja, ja, pupst du mal da deinen Kackhaufe dahin. Der Fatty. Oha. So, jo, da hat er einen fahren lassen, aber jetzt haben wir ihn gleich. Wir haben ihn gleich, Leute. Wird er noch zum Kotzen kommen? Ja, er wird zum Kotzen leider noch kommen. Aber dann ist er down. Jo, komm schon. Ja. So, was bekommen wir? Oh, ein Schlubber. Da hat auch ein Schlubber geschossen, wa?